Kennst du das, wenn du so ein Handtuch aufhängen willst und dieser Knubbel hier unten, der geht da nicht rüber? Ja. Wenn du den Knubbel nicht richtig reinkriegst, was will er überhaupt? Da hat seine Vordergrundblume da und macht Sprüche aus dem Off, ne? Moin, ihr Schwitzler, und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wollte ich mal dynamisch reinstarten. Wir werden heute zusammen Beef Ribs grillen oder beziehungsweise aus dem Dutch Oven zubereiten. Dank Kochfeld ist es uns ja möglich, hier vorne einiges zu zeigen. Das, was also hier vorne passiert, macht ihr normalerweise auf eurem Grill. Und heute werden wir gemeinsam Beef Ribs zubereiten, so richtig schön zart und saftig. Denn es gibt zwei Möglichkeiten, Beef Ribs zuzubereiten. Guck mal hier, so sehen die aus. So kann man die kaufen. Das Ganze nennt sich Beef Short Ribs. Die sind in dem Fall von der Schwarzwälder und die schneiden die immer so zu, dass du hier quasi wie so einen Brick hast hier unten. Ne? Hier sind dann die verschiedenen Knochen mit drin. Und wie man das von Rippchen kennt, ist ja auch eine Silberhaut vorhanden. Aber ich sag ganz ehrlich, das Thema Silberhaut bei Beef Ribs ist wirklich Mission Impossible. Die runterzukriegen ist nicht ganz so einfach. Deswegen ignoriere ich das heute auch. Und man kann Short Ribs smoken, das heißt auf dem Smoker über lange Zeit zubereiten. Oder aber man schmort sie. Und genau das werden wir heute machen. Ey, das macht ja richtig Bock, wenn es hier schon richtig feuert, ne? Du brauchst da so einen Zaubertrank zusammen, so sieht das im Bild aus. Da soll man, ja, ich bin heute, wie heißt jetzt denn der? Noch, wer ist nochmal, der den Zaubertrick? Vier Froschdecke noch. Miraculix ist der, ja. Also ich bin heute der euer Miraculix. Und ja, das Einzige, was ich hier mache, ist, ich brate quasi schon mal Zwiebeln an und ein Suppengrün. Einfach nur, um richtig schöne Röststoffe zu bekommen. Denn wichtig ist immer, wenn man Schmorgerichte macht, man braucht eine vernünftige Soße. Und Hannes, der heute nicht da ist, wäre stolz auf mich, wenn er das sehen würde, wie ich hier einen Soßenansatz mache. Bist du das auch, Alex? Ich finde es total krass. Also ich bin super beeindruckt. Wie gesagt, auch. Danke, danke. Also, nee, doch, muss ich echt sagen. Ich kriege richtig weiche Knie, wenn ich dazu gucke. Wirklich. Ja, ist so, ne? Ja. Ja. Wisst ihr, was richtig gut ist, wenn man Short Ribs machen will? Und die vorher anbraten will und dann aber merkt, dass man alles in den Topf reingeschmissen hat. Ja, man muss improvisieren. Ich krieg so weiche Knie, ne? Wirklich. Ich bin heute euer Truberdick. Julian, der Mann, dem die Shortlips vertrauen. Genau. Nein, das ist aber kein Problem. Diese Kokotte ist groß genug. Das sollte man übrigens vorher machen, ne? So. Mal gucken. Passt. Aber es sieht gut aus, ohne Scheiß. Die Rippchen sehen richtig gut aus. Ich sehe momentan, na, wobei doch, jetzt sehe ich wieder ein bisschen was. Das sieht richtig gut aus. Also da habe ich nochmal ganz gut improvisiert auf jeden Fall. So viel steht fest. Wenn ihr das zu Hause nachmacht, bitte erst die Rippchen anbraten und danach alles andere an. Aber ich wollte halt richtig cool reinstarten ins Video und habe es von hinten raus verhauen. Und das ist beim Biodreh nochmal so, man kann viele Sachen nur einmal machen. Dann ist man schon zu spät. So, Tomatenmark zu meinem Gemüse dazu. Auch noch mal kurz mit anschwitzen. Also das ist eigentlich alles das, was man so macht, um einen Bratenansatz zu bekommen. Ich glaube, wenn man das andersrum gemacht hätte, wären sie noch ein bisschen dunkler geworden. Ist aber erstmal egal. Diese Silberhaut, die hier oben drauf war, habe ich alles so gelassen. Mir geht es darum, das Ganze wird jetzt geschmort und ich filme mir lieber am Ende noch die Reste ab. Aber ich glaube auch, dass das Ganze so weit zersetzen wird und in Gelee umwandeln wird, dass man es sehr, sehr gut ja, später essen kann. Und ein kleiner Hinweis, falls ihr euch fragt, beziehungsweise ich muss das anders machen, Alex. Ich mache das jetzt nochmal aus vertrieblicher Brille. Okay, mach mal vertrieblich. Viele fragen uns natürlich auch, was ist das eigentlich für ein Brenner, der hier in der Küche verbaut ist? Nee, kam gerade eben auf die Idee. Und zwar, MM Outdoor-Küchen hat uns hier so einen Bombenbrenner reingebaut von der Marke Küppersbusch. Und der hat richtig dick Power und funktioniert natürlich dann auch hervorragend, wenn es mal kälter ist. Aber wenn ihr das auf dem Grill nachmachen wollt, müsst ihr einfach alles, was geht, aufreißen, Topf draufstellen, los geht's. Das kann man entweder hier auf der normalen Grillfläche tun oder, wenn man es hat, auf dem Seitenbrenner. Bei uns wäre es dann die Sizzlezone, bei euch könnte es ein Kochfeld sein oder eben auch eine Sizzlezone. Und dann kann man das wunderbar nachmachen. In dem Zuge kann ich ja hier schon mal den Grill anheizen. Ist die Gasflasche leer? Ja! Meine Damen und Herren, ein gut vorbereiteter Dreh ist das A und O. Das gibt's doch nicht. Die ist auf jeden Fall noch voll. Gut, das machen wir mal eben fresh. Das habe ich, glaube ich, in 7 Jahren Videos, habe ich noch nicht einmal im Video schnell noch eine Gasflasche umgesteckt, oder? Kaum ist Hannes nicht da, läuft's hier nicht mehr.
So, jetzt könnt ihr euch mal outen in den Kommentaren. Wer von euch kennt das? Ihr grillt und mittendrin ist Gas leer. Genau, ich habe noch nicht mal angefangen zu grillen und Gas ist schon leer, aber geht euch das auch ab und zu so? Übrigens hier, kleiner Tipp am Rande, Gastasche nur einmal ganz kurz andrehen, das reicht schon. Muss nicht volle Pulle aufgedreht werden. Und wenn Leute, ich damit gerechnet hätte, dass die Gasflasche im Video leer ist, der gibt jetzt an der Stelle einen Daumen nach oben. Genau. Alle anderen, die damit gerechnet haben, die dürfen gerne ja, okay, nichts dann machen. Aber also alle, die auch sagen, das war mir von vornherein klar, die machen das so. So, das Gemüse ist jetzt schon weit fortgeschritten. Jetzt passiert Folgendes. Das Fleisch geht zurück. So. Wohl, warte mal, ich mache das anders. Ich mache hier so ein kleines Bett rein. Zack. Fleisch oben drauf. Und jetzt haben wir hier noch Flüssigkeiten. Einmal ein Dunkelbier. Da könnt ihr theoretisch auch normales Bier wahrscheinlich nehmen. Aber ich finde sowas jetzt gerade zur kalten Jahreszeit großartig. Und man sieht sofort, dass sich unten alles verfärbt, weil so schön die Röstaromen sich gebildet haben. Boah, und es riecht krass nach dem Bier sofort. Ne? Auch. Richtig gut. Und was noch ganz wichtig ist, ein Indikator, der euch sagt, ihr habt es geschafft, ist, wenn der Metzgermeister euch seine Rinderbrühe in einem komischen Gefäß bringt, was überhaupt nicht dazu passt, und es mit einer Petersilie drapiert. Dann wisst ihr, ihr seid auf dem richtigen Weg. Also frische Rinderbrühe hier noch mit rein. Oh, die ist doch richtig schon geliert, krass. Weil es so kalt ist wahrscheinlich. Die werde ich eventuell noch mal ein bisschen nachfüllen. Ich mache das so ein bisschen nach Auge. Aber das war es eigentlich schon. Jetzt können wir noch würzen, wie wir wollen. Ich mache so ein bisschen Final Touch von uns mit dran. Ihr könnt da Pfeffer und Salz nehmen. Ich persönlich finde Final Touch deswegen gut, weil wir es selber entwickelt haben. Und weil da alles drin ist, was man braucht. Da ist ein bisschen Süße drin, da ist was Salziges drin, da ist ein Pfeffer mit drin und Kräuter. Also eigentlich alles, was man braucht, damit ein Gericht lecker wird. Früher hat man Pfeffer, Salz genommen, heute nimmt man Final Touch, weil man einfach weiß, es ist besser. Nein, aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Nee, ist ja so. Ist ja so. Wir entwickeln ja nicht einfach ein Gewürz, um danach zu sagen, es schmeckt uns nicht. Das ist ja schon so, dass man das macht, weil es gut ist einfach. Ne? Ganz wichtiger Tipp auch, immer den Deckel beim Grill schließen, damit sich Hitze auch stauen kann, weil sonst macht es gar keinen Sinn, was ich hier gerade gemacht habe. Egal, ich werde jetzt Folgendes machen. Das köchelt gleich leicht vor sich hin. Ich habe jetzt linken Brenner mit an, den nochmal als Unterstützung, um ein bisschen Power drin zu haben. Rechten Brenner, ich werde hier so 150 Grad, 180 Grad ungefähr im Deckel haben, schätze ich. Und dann geht der Topf damit drauf und wird einfach tatsächlich 3 Stunden lang jetzt wird da drin das Fleisch geschmort. Dann gucken wir mal, wie es aussieht. Ich glaube, das könnte schon was werden. Nebenbei mal noch ein paar Kartoffelchen. Vielleicht ziehe ich noch eine Soße. Ah, mal gucken. Ihr Lieben, 3 Stunden sind um, wir haben ja schon ein bisschen rumoptimiert. Das heißt, ich habe noch mal eine Soße angesetzt, dazu einfach das Gemüse abgießen, das, was ihr quasi auffangen könnt, noch mal aufkochen. Und ich habe es mit so einer leichten Mehl-Wasser-Mischung angedickt, so wie man das halt von zu Hause noch kennt. Und jetzt liegt hier drin der Rippenbraten. Es ist wirklich großartig. Also Short Ribs sind absolut universell nutzbar. Ich hoffe, die fallen jetzt nicht auseinander. Das wäre dann der Vorführeffekt. Die sind so weich, Wahnsinn. Okay, sie fallen auseinander. Okay. Ich mache das jetzt einmal, um da euch das zu zeigen. Weil, guck mal hier. Boah. So sehen die jetzt aus. Also ein super, super zarter. Und ihr seht auch das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Er schädiert hier schon so ein bisschen aus. Das kann man jetzt alles wunderbar mitessen. Wir haben eine richtig feine Soße. Und weil Alex und ich gleich noch einen ganz wichtigen Termin haben, haben wir uns dazu entschieden, ich probiere jetzt mal das Fleisch. Und dann richten wir das Ganze auf dem Teller noch schön an mit Rotkohl. Ein paar Kartoffeln, die ich warm gemacht habe. Dann gibt es da lecker Happa Happa. So. Aber ich beiße jetzt einmal rein. Da bin ich auch gespannt. Kennst du das mit dem Löffel, ne? Logisch. Was geht eventuell auch, aber. So, warte mal. Also mega zartes Fleisch. Absolut großartig. Ich liebe Schmorgerichte. Ja. Ja. Vielen Dank dafür. Ja, Leute. Aber das ist wirklich Weltklasse.
Hier, pass auf. Achtung. Brauche ich einen Löffel nehmen. Wir werden das jetzt nur anrichten, daraus noch ein schönes Tellerbild machen. Fantastisch, probiert das unbedingt mal aus, weil Short Ribs sind sehr, sehr vielseitig. Wenn euer Metzger die nicht hat, könnt ihr sie beim Schwarzwälder online bestellen. Die haben noch ein paar da. Und falls euch aufgefallen ist, dass ich gerade in Zeitdruck bin, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Falls dem nicht so ist, lasst es bitte sein. Wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss. Alter, Hannes sag ich schon. Alex, er schmeckt großartig. Hier, mit dem Löffel. Oh, sag mal, geh mal her jetzt hier. Der ist hier noch vor unserem Termin am Speck.